So Leute, nachdem heute M21, also Corset 2021 auf dem Markt erschienen ist und es brütend warm ist, habe ich heute eine Aufnahme gestartet mit offenem Fenster. Das tut mir auch leid, ihr dürftet die Vögel hören, vielleicht hier nur wieder mal ein Zug. Aber ja, ich möchte heute mit euch das Spellbook Chandra angucken. Das Spellbook Chandra, ja, ich bin hyped. Das kam heute tatsächlich auch raus. Und die Karten da drin, ich meine, die meisten wissen ja, was drin ist, sind unglaublich geil. Und machen auch ziemlich viel Spaß zum Angucken. Und deshalb habe ich mir mal direkt eins besorgt. Gideon und Jace habe ich ja auch jeweils schon auf dem Channel aufgemacht. Und dementsprechend gucken wir uns das mal an. Wunderschönes Booster, wie immer. Jetzt kommt wie immer mein Problem. Ich mache meistens den Spruch dahinter kaputt. Ich hoffe mal, dieses Mal gelingt es mir, die rauszulösen ohne... Ja! The bigger they are, the hotter they burn. Auch hier wieder mit diesem Glitzer drauf. Ja, komm zu den anderen Spellbooks. Ich sammle die ja. Ich pack die mal hier so. Ja, so. So, gucken wir uns mal dieses Booster an, was hier hinten ja diesen Klebestreifen drauf hat. Oh, wunderschön. Da habe ich jetzt auch ewig lang drauf gewartet. Und ich finde tatsächlich die Karten echt hübsch. Da werde ich jetzt auch ein bisschen länger drauf eingehen. Normalerweise käme ja heute ein Decktag. Das ist jetzt verschoben. Wegen... Nee. Am Montag kommt noch ein Decktag. Zu einem Deck, was ich jetzt fertig habe. Und weshalb ich danach... So, jetzt... Nee. Entschuldigung für die Verwirrung. Ich bin selber gerade verwirrt. Es ist so warm. So, wenn mich nicht alles täuscht, das untere voll. Korrekt. Dann. Young Pyromancer. Oh mein Gott. Bist du hübsch. Ich finde den Rahmen dieses Mal richtig gut gelungen. Ich fand den von dem Gideon sehr, sehr krass anders, sehr strange, sehr hässlich. Den finde ich richtig schön. Den finde ich richtig schön. Young Pyromancer, 2 Mana 2-1. Immer wenn man eine Instant oder Sorcery castet, kriegt man einen 1-1 roten Elementar-Token. Rite of Flame. Ein rotes Mana, Sorcery, man kriegt 2 rote Mana und danach nochmal ein rotes Mana für jedes Rite of Flame im Friedhof. Pyromancer Ascension. Für ein rotes und farbloses, eine Verzauberung, immer wenn man eine Instant oder Sorcery spielt, wo man schon eine Karte hatte, die denselben Namen hatte im Friedhof, kommt da eine Marke drauf. Wenn man, wie viel hat, 2 oder mehr Marken drauf hat, kann man jeden Spell praktisch, den man spielt, verdoppeln. Richtig nice. Pyroblast. Hallo Dame, ich weiß, dass du den haben willst. Für ein rotes Instant, counter target red spell if it's blue. Also man countert einen blauen Spell, wenn er blau ist. Oder zerstört ein permanentes, wenn sie blau ist. Super schön hier auch mit dem Jace in Kombination damit, weil der Jace hat ja den Blue Elemental Blast drin. Und ja. Dann haben wir Past in Flames. Das ist eine Mythic sogar. Ein rotes, dreifarbloses Sorcery. Jede Instant Sorcery Karte im Friedhof kriegt Flashback. Die Flashback-Kosten sind gleich der Mana-Kosten. Mit 5 Mana Flashback. Wer meine ANT-Videos kennt, das wird im Storm gespielt. Rite of Flames übrigens auch. Ja, ein Pyromancer ist auch eine Legacy-Karte. Pyroblast ist eine Legacy-Karte. Also, ja. Ja. Fiery Confluence. Für 2 rote, 2 farblose, sucht man sich 3 Sachen aus. Man kann einen und denselben Modus auch mehrfach wählen. Entweder fügt er jeder Kreatur einen Schaden zu, er fügt jedem Gegner 2 Schaden zu, oder er zerstört ein Artefakt. Und davon könnt ihr euch 3 aussuchen. Und Gartaric Reunion. Ein rotes, ein farbloses Sorcery. Als zusätzliche Kosten werft ihr 2 Handkarten ab, ihr zieht 3 Karten. Ja, muss man halt auch mal haben. Und Chandra, Torch of Deviance. 2 rote, 2 farblose, 4 Marken kommt sie ins Spiel. Plus 1, man exiliert die oberste Karte des Decks. Man kann sie casten. Wenn man sie nicht castet, verliert der Gegner, also kriegt jeder Gegner 2 Damage, jeder sogar. Plus 1, man kriegt 2 rote Mana. Minus 3, sie fügt einer Kreatur 4 Schadenspunkte zu. Und minus 7, man kriegt ein Emblem.
Immer wenn man einen Zauber castet, fügt dieses Emblem 5 Schaden auf irgendein Target zu. Ja. Wird Legacy gespielt, Commander gespielt, Pioneer gespielt, Modern gespielt. Einfach geil. Das hier zusammen wird mein neues Deck, was ich wahrscheinlich bauen möchte. Spoiler, Spoiler. Und ja, einfach so viel cooler Stuff. Und unser Rare ist Pyroblast. Alles klar. Ja. Unsere, ist also nicht unsere Rare, unsere Foil ist ein Pyroblast. Hübsch. Ja. Soviel zu dem Chandra Spellbook. Mega geiles Teil. Mega, 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 mega geiles Teil. Ich bin super, super, super hart davon begeistert, weil es wirklich alles drin hat. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass das hier kein Lightning Bolt ist. Wenn das ein Lightning Bolt wäre, wäre ich noch mehr zufrieden gewesen. Aber Pyroblast, Pyromancer Ascension, Rite of Flames, Pyromancer, Confluence, Chandra, das ist praktisch für jedes Format was vorhanden. Und dieses Mal auch echt schön. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.